Hallo ihr draußen an den Empfängnisgeräten. Heute mal eine ganz andere Perspektive. Ich sitze auf meiner elektrischen Lady hier in so einer Einfahrt in den Wald, weil draußen ist es leider sehr, 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 sehr windig und irgendwie, dass der Ton nicht ganz so schlecht wird, habe ich mich mal hier reingestellt, habe mich aufs Fahrrad gesetzt, das Stativ hier auf so einen Holzstapel gesteckt, sitze jetzt so ein bisschen da, ziehe ein bisschen den Bauch ein, weil man will ja auch vernünftig aussehen. Und erzähle ich so ein bisschen was jetzt so in nächster Zeit wieder kommt. Das Video lade ich dann am Mittwoch hoch. Jetzt ist Sonntagnachmittag. Im Moment sind meine Tage ein bisschen länger als üblich. Ich mache eine Urlaubsvertretung für einen jungen Kollegen, der Papa wird und jetzt mal 2 Wochen sich um seinen Kleinen irgendwie kümmert. Und da muss ich mal wieder richtig arbeiten. Das bin ich ja überhaupt nicht gewöhnt. Und das liegt auch so gar nicht in meiner Natur, so richtig zu arbeiten. Also eigentlich zeige ich ja nur anderen, wie man richtig arbeitet, aber selber. Hört doch auf. Von daher sind meine Tage einfach ein bisschen länger und auch ein bisschen anstrengender. Und ich muss viele Dinge machen, die terminkritisch sind. Und da kommt es dann auch ein bisschen auf die Geschwindigkeit an. Und ich darf, kann, soll oder muss jetzt auch mal wieder ins Büro, weil nicht alle Dinge von daheim irgendwie machbar sind. Manchmal muss man im Wareneingang irgendwelche Teile gesund beten und die dann ins Lager tragen und dann in den Versand tragen. Und dann muss man halt selber einfach mal tragen oder schieben oder Hubwagen oder wie auch immer, Gabelstapler darf ich nicht. Damit es einfach schneller geht, darf ich jetzt mal ins Büro. Ist allerdings ein Riesenaufwand. Ich bin ja in der sogenannten Risikogruppe. Ich weiß nicht, bei anderen Firmen ist das wahrscheinlich ähnlich. Ich habe ja Vorerkrankungen und gehöre da einfach in diese gefährdete Kategorie rein. Und von daher darf ich eigentlich überhaupt nicht einfach so in die Firma. Also ich muss dann auch FFP3-Maske tragen. Ich muss 3 Meter Abstand zu jedem anderen Menschen in dieser Firma einhalten. Und ich brauche eine Genehmigung von meinem Chef, von der Betriebsleitung, von der Betriebsärztin. Also das ist ein riesen Zinnober, um es mal so zu sagen. Aber es geht jetzt einfach mal nicht anders. Dann die Woche drauf habe ich theoretisch Urlaub. Und wenn das Wetter passt, auch praktisch. Da habe ich wieder das große Glück, dass ich einen sehr verständnisvollen Chef habe und meine Frau ja Beamtin ist und jetzt Schulferien hat und ich in diesen 6 Wochen mir meinen Urlaub dann immer so ein bisschen wetterbedingt da reinlege. Wenn man merkt, das Wetter wird schlecht, dann arbeitet man noch eine Woche länger oder eine halbe und macht dann Urlaub, wenn das Wetter passt. Im Moment ist das Wetter so ein bisschen, also gestern war es super schön, heute Morgen hat es geregnet wie Sau. Jetzt merke ich gerade, brennt die Sonne wieder und ich schwitze so langsam und es ist sehr windig und da hinten hat es dicke Wolken. Also es ist sehr wechselhaft gerade. Morgen soll es dann richtig heiß werden und den Rest der Woche auch. Müssen wir mal gucken. Und in dieser Urlaubszeit bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, ob ich dann auch mal im Urlaub von YouTube mache oder ob ich dann eher mal mehr mache. Keine Ahnung, das halte ich mir einfach mal offen. Ich habe ja noch 2 Videos so quasi halb im Kasten. Das Video über den Corsa E kann ich eigentlich gleich schon sagen. Das wird ein sehr, sehr kurzes und knappes Video, weil das, was der Peugeot schlecht gemacht hat, macht der Corsa noch genauso schlecht. Und manche Sachen, die der Peugeot gut gemacht hat, macht der Corsa dann auch noch schlecht. Also ist in meinem persönlichen Ranking ganz hinten, muss ich sagen. Also von allen Autos, die ich bis jetzt gefahren ist, ist der Corsa für mich der am wenigsten attraktive. Das ist aber meine persönliche Meinung. Das erhebt keinen Anspruch auf Neutralität oder sonst was. Und dann habe ich ja noch den Kona gefahren. Das ist ein sehr, sehr gutes Auto. Hat aber auch einen stolzen Preis. Wenn wir nur noch ein Auto hätten, also wenn meine Frau ihren Mazda Benziner da abgeben würde, würde ich einen Kona kaufen für uns beide. Da hätten wir ein Auto, mit dem man alles machen kann. Da kann man Kurzstrecke mitmachen, da kann man Langstrecke mitmachen, da kann man relativ viel mit reinpacken. Man sitzt gut, man fährt gut. Es gibt so ein paar Dinge, die ich nicht verstehe an dem Auto. Aber das kommt dann alles im Review. An sich ist das wirklich ein feines Auto, aber er passt einfach nicht zu dem, was ich jetzt so will. Als einziges Auto für uns beide wäre neben dem Model 3 oder dem Model Y wahrscheinlich in den Top 3. Ja, und dann habe ich im Moment nichts mehr im Kasten. Und wie gesagt, im Urlaub, gucken wir mal, vielleicht nehme ich die Kamera mal mit. Wir wollten ein bisschen so Tagesausflüge machen, irgendwie mal auf so einen Hochseilgarten und noch so ein paar Städtchen angucken. Vielleicht
ergibt sich dann auch irgendwie ein Videotitel, ein Videomaterial. Oder ich mache einfach mal auch eine kleine Pause. Dann wollte ich immer noch mal ein Video machen über das Schlagzeug. Das stand ja früher immer hinten in meinem Hintergrund. Wurde da immer schwer beachtet und irgendwann dachte ich mir, eigentlich müsste ich euch auch mal mein Schlagzeug noch mal vorstellen, weil das begleitet mich jetzt ja auch schon. Es ist so evolutionär gewachsen. Es hat ganz klein angefangen. HD1 wäre das Stichwort und ist dann zu dem relativ großen Set jetzt geworden. Ich schleiche auch immer mal wieder um den neuen, neu ist der auch nicht mehr, um den Roland Drumcomputer rum, den neuen, den es da gibt. Aber das sind 2,5 Kilo Euro. Und man muss es ja einfach mal so sehen, wie es ist. Ich bin jetzt nicht der große Schlagzeuger. Ich mache das, weil mir das Spaß macht, weil mich das entspannt. Durch die ganze Geschichte ist jetzt auch mein Schlagzeugunterricht natürlich weggefallen. Im Moment möchte ich auch keinen Unterricht nehmen, weil ich will einfach mehr draußen sein, so geschlossene Räume. Hat die ganze Krise bei mir im Kopf einfach auch Spuren hinterlassen. Ich fühle mich in geschlossenen Räumen mit mehreren Menschen auch nicht mehr richtig wohl. Da hat dann das Ganze hier so irgendwie auch da oben Spuren hinterlassen. Aber ich spiele relativ oft immer noch und das würde ich euch auch nochmal vorstellen. Da muss ich natürlich irgendwie was spielen, was natürlich die Sache dann wieder schwierig macht. Wahrscheinlich brauche ich dann 3 Stunden Schlagzeugmaterial, wo ich dann 30 Sekunden coole Sequenzen rausschneide. Aber das merkt er ja nicht. So, und mehr kann ich euch heute gar nicht sagen. Ich versuche jetzt trockenen Fußes nach Hause zu kommen. Und da fällt mir natürlich noch was ein. Den 3D-Drucker, den habe ich ja auch noch irgendwie. Den müsste ich auch noch mal aus dem Keller hoch in mein Arbeitszimmer schleppen. Oder ich mache unten im Keller ein Video, das weiß ich nicht. Da muss ich noch mal gucken. Da wollte ich euch auch noch mal vorstellen, der wird immer mal wieder benutzt und macht immer mal wieder Ärger und manchmal funktioniert er auch. Also das war aber nicht anders zu erwarten bei dem Preis. Im Moment gab es ihn mal für 200 Euro. Für so ein Gerät dann doch nicht viel. Ist halt chinesische Qualitätsmontage vor allem. Und Elektrik und Verkabelung und Verdrahtung. Das ist einfach ein sehr hoher Qualitätsanspruch. Wurde da von der Firma umgesetzt und da muss man halt selber dann noch ein bisschen Hand anlegen. Gott sei Dank habe ich ja meine Elektrotechnik-Kenntnisse, sind ja immer noch so weit vorhanden, dass ich zumindest Drähte durchklingeln kann und irgendwie Spannungen messen und dann sehen kann, okay, da kommt jetzt keine Spannung mehr an, wo ist denn die hingekommen? Ja, aber da wollte ich, wie gesagt, auch nochmal ein Video drüber machen und Fahrrad. Ich habe heute Morgen in Stockach nochmal ein Rennrad gebraucht angeschaut. Leider, genauso wie das, was ich vor 2 Wochen angeschaut habe, passe ich einfach nicht drauf. Problem bei den Rennrädern ist immer, dass ich dann so hänge. Und ich habe da oben einfach so eine Stelle, die spüre ich immer seit 3 Jahren, so einen Punkt. Da haben sich schon diverse Physiotherapeuten dran ausgetobt. Aber das geht einfach nicht weg. Das ist so eine Verspannung. Ich merke das dann auch an den Zähnen und am Gebiss und am Kopf. Ich kann da auch nicht so richtig rüber gucken. Also in die Richtung, das ist einfach was. Und wenn ich dann auf so einem Fahrrad so hänge und den Kopf die ganze Zeit so, dann muss ich nach vorne gucken, dann ist das für meine Gesundheit, glaube ich, nicht zuträglich. Aber irgendwie ein Rennrad, es muss doch ein Rennrad geben, wo auch ich irgendwie drauf passe. Aber ich will im Moment, wie gesagt, nichts Neues drauf. Eddie, gab es auch noch mal ein paar Kommentare, ein paar blöde, die lösche ich mittlerweile einfach weg, weil mein Kanal und meine Kommentarspalte, wenn mir da einer dumm kommt, dann werde ich den einfach weglöschen. Da bin ich mittlerweile bei 700 Kilometern. Ich denke mal, noch so 1-2 Monate, dann sind die 1000 Kilometer voll. Und ich muss sagen, bis jetzt sind das 700 störungsfreie, wunderbare Kilometer. Aber ich merke, dass das Rad, was ich da benutze, dieses Urban Bike, das Cube Height, einfach für das, was ich hier mache, einfach zu wenig Gänge hat. Das ist eine 8-Gang-Nabenschaltung mit Riemen, was für die Stadt super ist. Aber wenn es hier so rechts und links hochgeht, fehlen einfach diverse Gänge. Deswegen war meine Idee eben, ein gebrauchtes Rennrad zu kaufen, gerne ein Alurad, wo man dann den Halter unten vom Eddy super dran kriegt und dann den Eddy quasi
an das Rennrad machen und eventuell noch einen zweiten Eddy für das Stadtrad. Oder vielleicht könnt ihr ja von Eddy einer mich ja mal für die fantastischen Videos und die großartige Werbung ja sponsern und mir mal so ein Teil vielleicht für ein paar Euro weniger geben. War jetzt ein bisschen unverschämt. Ich weiß, ich werde nie Influencer, weil es liegt mir nicht, für mich selber Werbung zu machen, und es liegt mir auch nicht, um Dinge zu betteln. Deswegen wird das alles nie finanziell erträglich werden. Ja, deswegen muss ich jetzt noch weiterarbeiten. Ich werde jetzt dann im Oktober 54. Eieieiei. Ich hatte, letzte Woche war ich bei dem Rentnertreffen. Also ich gehe immer schon vorsorglich zu dem Rentnertreffen. Die sind aber alle, die da sitzen, mit 60 in Rente gegangen. Also nein, das stimmt nicht. Die haben mit 60 aufgehört zu arbeiten. Und 63 sind sie noch in der Firma, gehen aber nicht mehr zum Arbeiten. Und mit 63 müssen sie sich dann überlegen, ob sie mit Abschlag in Rente gehen oder dann nochmal arbeitslos machen oder nochmal arbeiten gehen. Das ist ja auch mein Traum. So, von 57 bis 60 in der Firma arbeiten, kriegt man weniger Geld. Und dann von 60 bis 63 kriegt man noch Geld von der Firma, arbeitet aber nicht mehr, und dann mit 63 in Rente gehen oder nochmal arbeitslos machen oder nochmal jobben oder einfach von dem leben, was man gespart hat. Das ist so mein Traum, und ich denke mal, das werde ich hinkriegen. Ich habe die letzten Jahre eigentlich immer versucht, Geld für dieses Rentending zurückzulegen. Und jetzt war eben auch diese Krise, die kennt ihr alle. Da habe ich auch ein bisschen mit Aktien spekuliert und hatte den richtigen Riecher und habe wieder ein bisschen was verdient, um wieder vielleicht ein paar Monate früher aufhören zu arbeiten. Ich denke, der Plan geht da auf. Und dann sind es noch 6 Jahre. Das kriegt man noch rum. Solange meine Gesundheit irgendwie mitmacht, das ist halt immer so ein bisschen ein Problem bei mir. Aber meine Stammzuschauer kennen das ja schon. So, jetzt packe ich das wieder ein in meinen Rucksack, klau noch ein bisschen Heu für meine Tomaten. Die haben wir mal gern, wenn man auf dem Boden so Heu mal drauflegt. Habe ich bei unserem Gartenkanal gesehen. Ich habe noch viele Sachen, die ihr noch nicht kennt, aber irgendwas über Tomaten im Garten erzählen, da gibt es genug andere, die haben da echt Ahnung von. Ich bin ja da absoluter Amateur, freue mich diebisch, wenn ich da abends eine Tomate von meinem Tomatenbaum abzupfen kann. Wir haben wahrscheinlich fürs Hochbeet 200 Euro bezahlt für die Tomatenpflanzen. Keine Ahnung, 20 Euro Erde, 30 Euro Rankstangen, 30 Euro. Also so viele Tomaten können da gar nicht rauskommen, dass das wirtschaftlich ist. Aber jede Tomate, die ich abends abzupfe und mir in den Mund stecke, da habe ich Freude dran. So einfach kann man mir Freude machen. Einfach eine Tomate sein. Ja. Und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden und sage wie immer, ciao, euer Kirsten.